Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Bob und ich begrüße Sie zum Update wieder mal zur Artikelserie Trading mit Saisonalitäten im Traders Magazin Juni-Ausgabe 2017. Heute ist nämlich, gestern war nämlich der Einstieg in eine Short-Position in der Cancom-Aktie. Sie sehen es hier, der Pfeil zeigt ab gestern nach unten, weil hier diese rote Linie einen saisonalen Abwärtstrend aufweist. Anhand der Daten der letzten 18 Jahre konnte man nämlich mit einer Haltedauer bis zum 11.10.2017 einen durchschnittlichen Gewinn von fast 14% erwarten. 83% war die Trefferquote. Es war sogar mal 36% möglich bei einem Durchschnittsverlust von 10%. Das ist die Statistik. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben nämlich eine Aktie, die auf einmal ansteigt. Die ist jetzt sozusagen bis an diesen Widerstand hier gestiegen. Den machen wir jetzt mal rot. Und da stellt sich natürlich die Frage, soll man diese Aktie, die eigentlich Stärke zeigt, short gehen? Ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, indem man wartet, bis die Aktie diese obere Trendbegrenzung hier bei 60 Euro berührt. Oder aber man wartet, bis die Aktie fällt. Und zwar unter diese grüne Unterstützungslinie, die sehen, die hatte ich damals im Artikel schon eingefügt, die liegt momentan bei 52,93. Wir haben nämlich schon mal so eine Aktie gehabt, das war die Bilfinger SE, die zeige ich Ihnen jetzt gleich. Hier sehen Sie die Bilfinger SE-Aktie, da hatten wir nämlich das Gleiche. Die Aktie ist zum Zeitpunkt der saisonal schwachen Phase, ist die gestiegen, ist bis in den Widerstandsbereich gestiegen und ich hatte damals gesagt, das Ding bitte erst short gehen, wenn es wieder zum Rückfall unter diese braune Linie kommt. So, hier haben wir nochmal den entsprechenden Chart, short unter 39,42. Und das gleiche sehen wir nämlich jetzt auch hier in der Cancom-Aktie, die sozusagen bis an diesen Widerstand gestiegen ist. Ich mache das Bild jetzt nochmal breit. Also, die Aktie muss ja erstmal bis zum heutigen Tag laufen. Sie sehen es, die ist jetzt hier deutlich gestiegen. Widerstandszone ist hier drin. Also, wie gesagt, die Aktie muss unter 52,93 Euro steigen. Dann könnte man einen Stop über diesem Hoch hier platzieren, wo die Aktie jetzt gerade hinläuft und wartet ab. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit, die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Nämlich meine berühmten Envelopes. Das sind hier die Envelopes. Die Aktie hat nämlich nicht mehr weit bis zum oberen 200-Tage-Band mit einer Abweichung von 20%. Ich habe das mal mit dem blauen Pfeil hier markiert. Die Aktie darf noch bis, hier unten sieht man es, 58,54 steigen. Da verläuft gerade dieses Band. Und dann kann man ebenfalls eine Short-Position in Erwägung ziehen, weil nämlich die Aktie sehr, sehr oft nicht mehr weiterkommt, wenn es diese Linie berührt hat. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmen, das sehen wir hier. Das heißt, wir oder Sie sollten natürlich auch dann erstmal wieder auf Schwäche warten in diesem Papier, damit man nicht auf den falschen Fuß erwischt wird. Was nämlich in dieser Aktie nicht gefällt, ist das Positive, während andere Aktien sozusagen in den Keller rauschen. Der DAX, der hat ja abgegeben. Ziemlich viele deutsche Werte werden nach unten geprügelt und die Cancom-Aktie steigt auf der Gegenseite. Das ist für eine mögliche Short-Position nicht gut. Also wie gesagt, warten Sie ab, bis die Aktie Schwäche zeigt. Ansonsten heißt es einfach, diesen Trade links liegen lassen. Er dürfte im Endeffekt eventuell nur Geld kosten. So, und jetzt schauen wir nochmal auf den Kandidaten, den ich hier am Monatsanfang präsentiert hatte, nämlich Orangenchart. Da sollte man nämlich eine Long-Position aufbauen und
Bis jetzt ist da auch nicht viel rausgekommen, muss ich sagen. Also es funktioniert. Es hat bis jetzt in diesem Jahr, haben die Saisonalitäten sehr gut funktioniert. Momentan ist wieder einmal der Wurm drin, aber damit muss man leben. Das ist halt ganz einfach so. Wir warten ganz einfach dann auf die nächste Chance. Das war es wieder mal aus meiner Analystenstube. Mein Name ist Thomas Popp und bis zum nächsten Mal. Tschüss.